da schwänzen die nur schon Schule und obendrein sabotieren die auch noch professionelle Radiosendungen und Podcasts. Ekelhaft. Soll zur Schule gehen. Selbe Scheiße, ey. Stehen die da rum, ne, machen nur Krach, um unsere Sendung zu sabotieren. Ja, ist echt so. Und anstatt was zu lernen, ja, tun die irgendwas Wichtiges für die Zukunft. Scheiß Schulschwänzer, ey. Scheiß ohne Spaß. Kinder. Kollektiv einfach mal schön die Kniescheiben raustreten. Dafür bin ich. Ich kann Pädophile echt nicht verstehen, wie man Kinder leiden kann. Ja. Meine Meinung. Meine Meinung, deine Meinung, unsere Sendung, Brennpunkt Internet, Überleitungsgott, was geht ab? Hoch 10. Guten Tag. Willkommen, welcome back to Brennpoint, Burnpoint Internet. Ja. Hier bei Radio Lotti. Bei den eloquenten Radiomutadoren. Eieiei. Na? Wien. Ja, super, ne? Wir werden von Sendung zu Sendung besser. Jetzt sind wir bei Sendung 24, das heißt, heute kommt der Weihnachtsmann. Ach toll. Aber ich glaube, der stirbt an einem Hitzekoller. Ja, ich denke auch. Es ist wieder so warm. Wobei, heute ist es heute nicht, geht's aber so allgemein. Heute geht's, aber der Tag der Ausstrahlung wird wieder sehr heiß. Hm. Das soll ja der Höhepunkt werden, der Point of No Return. Der Orgasmus des Sommers. Richtig. Hm. Okay, nice. Hallo Leute. Alle nass, alle feucht. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet, Tino Ranacher und Robin Noster. Wir sind Nosterafu. Oh Gott. Ja. Ich muss ganz schnell wieder meine Kunstfigur etablieren, damit ich wieder hemmungslos sagen kann, was mir auf den Lippen liegt. So auch sexistische Aussagen, denn da gab es wieder Kritik. Ich weiß nicht, ob du da kurz drauf eingehen willst. Ach nein, das ist doch völlig in Ordnung. Wir bekommen von sehr vielen Seiten bekommen wir positives Feedback. Es gibt auch so ein bisschen... Den Männern halt, ne? Ja, von den Männern und es gibt manchmal so Feedback von Menschen, von anderen Menschen, die manchmal so sagen, ja, geht mir ein bisschen zu weit. Habe ich auch schon vorgelesen, letzte Woche oder vor 2 Wochen, dass wir zu oft Neger sagen und zu oft über Frauen reden. Das war die eine Folge. Ich weiß, ich sehe es ja genauso. Aber es ist ja auch in Ordnung. Ich finde, wir leben in einer Demokratie, in einer meinungsfreiheitlichen Welt. Da dürfen alle sagen, was sie wollen. Und es ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch nicht unseren Brennpunkt hören. Ich finde auch, man dass darf. Jeder sagen kann, was er will. Aber wenn Frauen reden, muss man ja nicht zuhören. So ist es. Wir wollten eigentlich heute die große... Ich würde es wenigstens noch eine Minute kurz mal ansprechen. Weil wir hatten das ja auch privat schon, die Frage, wie kann man sich irgendwie über Sexismus lustig machen? Weil das haben wir uns ja schon auf die Fahne geschrieben. Genau. Zumindest uns über Dinge lustig mal zu machen oder Dinge ironisch zu verwenden oder auch mal zynisch. Ne? Wie kann man das machen? Ohne es irgendwie, also man kann es überspitzt darstellen, was wir halt öfter machen, meiner Meinung nach. Und ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass Aussagen wie, oh, das, was die anhat, was wir bei Tanzverbot zum Beispiel hatten, damit wieder Thema ist. Ja, wenn die im kurzen Rock rumläuft, dann ist ja klar, dass ich die vergewaltigen darf. Genau. Da weiß ja jeder, dass das eine Bullshit-Aussage ist. Hoffentlich zumindest. Wenn ihr das nicht mit eurem IQ ergreifen könnt, dann bitte ganz schnell die Lautstärke runterkurbeln oder komplett abschalten. Geht irgendwie bei Antenne Thüringen reinhören oder so. Da findet ihr sowas Spaß, nicht. Ja. Triggerwarnung an dieser Stelle, liebe Leute. Es gibt ja auch die Menschen, die das durchaus verstehen, die das auch wissen, dass wir das sehr sarkastisch meinen oder dass es allgemein auch sehr sarkastisch gemeint sein kann. Aber trotzdem ist man der Auffassung, dass man aufpassen muss, was man sagt und dass man trotzdem Menschen auf den Schlips tritt. Aber ich bin irgendwie geprägt durch Titanic, durch die Partei und da guckt man jetzt eher weniger, wem man auf den Fuß tritt. Sondern vielmehr, ob etwas Sinn macht, ja, ob ein Gag Sinn macht. Und ich finde, das ist der größere, wichtigere Unterschied, den wir machen, dass wir Witze machen. Nicht einfach nur, um einen dummen Gag zu machen, sondern weil wir ja wirklich diese Menschen karikieren. Diese Machos und Sexisten und Rassisten und so weiter. Die karikieren wir ja damit. Weißt ich du? Bin sicher, dass du gerade schlaue Dinge gesagt hast. Ich konnte nicht ganz zuhören. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass eigentlich Miley Cyrus ziemlich geil war, als sie noch minderjährig war. ja, sie sah sehr gut aus tatsächlich. Und ich finde sie aber immer noch recht Ja, angenehm. Sie hat ja ihre Kurzhaarwelle jetzt auch vorbei. Ja. Ne? Ich breche aus von diesem Disney-Image. Hat sie jetzt hinter sich gelassen und jetzt wird sie langsam zur Frau, also unattraktiv. Ja, ich habe ihr hoch angerechnet, dass sie tatsächlich auch ihre Brüste nicht vergrößern lassen hat, weil sie von vielen Seiten zu hören bekam, dass ihre Brüste zu klein wären. Okay, so deep bin ich in der Lore leider nicht drin, dass ich war großer Hannah Montana-Fan. Oh, krass. Bin's eigentlich auch noch, ich höre die Musik immer noch. Okay. Und ich finde aber, nein, man muss doch nicht unbedingt riesige Titten haben, irgendwie Körbchengröße Z, sondern ich finde das völlig angemessen. Und davon hat sie sich nie beeinflussen lassen. Ja. Im Gegensatz zu Michael Jackson, der sich halt aufgrund seines Vaters seine großen Brüste hat abnehmen lassen. Hm.
Naja, an dieser Stelle nochmal, Tino, wie geht's dir? Ja, fantastisch. Seitdem Leute wollen das ja hören. Seitdem wir im Bad waren, bin ich so ein bisschen halsschmerzerisch unterwegs. Aber nur ein bisschen. Und ich soll morgen wieder ins Bad gehen. Da hast du wieder das Urinwasser gegurgelt. Das darfst du nicht machen. Ja, ich weiß, war ein großer Fehler. Mhm. Aber ansonsten habe ich gut geschlafen. Ich bin gesund soweit. Und ja, bei dir? Heute Nacht konnte ich auch mal gut schlafen. Es war mal nicht irgendwie 50 Grad in meiner Dachgeschosswohnung. Ja. Ein großer Spaß. Sehr angenehm tatsächlich. Mein werter Mitbewohner hat alles zugemacht, bevor er aufs Impericon gefahren ist, dass dann schön die Luft gestanden hat. Und dann hat es dann irgendwie 12 Stunden gedauert, bis es eine adäquate Temperatur wieder hatte. Und dann irgendwie nachts um 4 konnte ich dann schlafen. Mhm. Naja. Immerhin. Ansonsten noch eine kleine Songempfehlung von mir, The White Stripes, Black Jack Davy ist ein Cover von Bob Dylan, so ein geiler Song, höre ich rauf und runter. Hast du gepostet heute, ist das ein neues Lied? Nee, es ist eine alte B-Seite, die White Stripes haben sich ja auch aufgelöst, weil die Meg White, die hat so Angstattacken immer auf der Bühne gekriegt, die hat das nicht mehr ausgehalten. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich sag dir, seit Jack White sein Solo-Ding macht, der ist natürlich ein großartiger Künstler, aber der hat jetzt angefangen, so das immer mehr auszuschmücken und dadurch ist es nicht mehr, sie konnte ja selber gar nicht so gut Schlagzeug spielen oder irgendwas. Genau, sie konnte einfach gar nichts, weil sie eine Frau war. Und er hat ihr quasi immer gesagt, was sie machen soll und war dadurch sehr limitiert durch ihr Skill. Hm. Und genau diese Einfachheit der Musik feiere ich so hart ab, ohne Spaß. Es sind ja auch nur zwei. Es waren ja auch nur Gitarre und Schlagzeug. Genau, und ich liebe das so hart. Also hört euch Black Jack Davy an. Da geht es auch um eine 16-Jährige, die mit Black Jack davon flödelt und da können wir ja auch schön anknüpfen an Hannah Montana. Ansonsten vielleicht noch eine kleine Sache in eigene Mission. Ich habe das schon mal erwähnt, ist das hier eigentlich gerade übelst laute Musik im Hintergrund? Nein, das ist die Friday for Future. Oh, immer noch, ey. Meine Güte, ey, geht in die Schule. Scheiße hier. Fear the Walking Dead geht jetzt gerade weiter. Ich hatte es, glaube ich, schon mal im Podcast angesprochen. Eine Serie, die ich aus Hass gucke, also weil ich dann hinterher mich daran erfreue, wie alle das zerreißen. Und die hat jetzt den Shark gejumpt. Das ist so ein alter Ausdruck von einer alten Serie. Jumping the Shark, da gab es halt so einen ikonischen Moment, wo jemand über einen Hai drüber springt. Aha. Und das war so der Punkt, ab dem man wusste, okay, jetzt ist die Serie völlig hinüber. Es gibt kein Zurück mehr, also so lächerlich. Und die hatte jetzt ihren ganz eigenen Moment, den San Antonio Split. Und pass auf, folgendermaßen, ja. Folgendes Szenario, du hast noch eine Kugel in deinem Gewehr. Ja. Sagen wir 20 Meter entfernt liegt einer unter einem Zombie, der sich da aus irgendeinem Grund nicht befreien kann. Also wenn ein Mensch auf dir drauf liegt, dann kannst du den nicht wegrollen, auch wenn dein Arm verletzt ist. Da geht einfach gar nichts mehr. Ja. So, zwei Zombies kommen auf ihn zu. Übrigens, Spoiler, aber scheiß drauf. Zwei Zombies kommen auf diesen am Boden liegenden Menschen zu, ja? Ja. Der am Boden liegende Mensch hat eine Axt in der Hand. Die anderen, zwei andere, stehen 20 Meter entfernt. Die Zombies sind natürlich langsame Zombies, keine 28 Days Later Zombies, sondern so ganz gemächlich laufen die auf den zu. Was macht man in dieser Situation? Man rennt nicht hin und messert diese beiden Zombies, was man locker in der Zeit schaffen würde. Nein, man sagt den am Boden liegenden Typen, ey, heb deine Axt hoch. Ja. Er hebt die Axt hoch. Und der krasse Ganzlinger, der 20 Meter entfernt ist, schießt auf die Axt, spaltet die Kugel ja, klar. Und trifft beide Zombies im Kopf. Muss man sich auch vorstellen, weil die Axt ist ja auf einer Höhe von einem Meter, die Köpfe von den Zombies auf 2 Meter oder 1,80 oder so. Und er schießt in irgendeiner Form vor diese Axt und die Kugeln fliegen nach oben in beide Köpfe. Also erstmal so, man kann wirklich eine Kugel so spalten, aber so wie es da präsentiert wird und so sinnlos, weil man hätte auch einfach hinrennen können. Total dämlich. Aber ist denn die Person so ein Deadshot oder wie der heißt, der so sehr krass schießen kann und sehr gut zielen kann. Der kann schon, der hat irgendwie früher auf so einer Art Jahrmarkt gearbeitet, so irgendwie, man hat Trickshots gemacht, so, aber es ist erstens übelst unnötig, wenn er verkackt mit seiner letzten Kugel, ist der Typ halt einfach tot, weil dann können sie ja nicht mehr hinrennen und so. Und es ist einfach so absurd, weil die Kugeln halt auch nach oben fliegen. Ich kann es völlig nachvollziehen. So, und dann guckt man die Folge, geht danach ins Internetforum und liest, wie sich alle darüber lustig machen und dann ist es großartig. Also, einfach nur eine Serie gucken, weil sie so beschissen ist. Ein großer Spaß, kann ich empfehlen. Mache ich auch mit Sturm der Liebe. Gut, jetzt müssen wir aber langsam mal irgendwie hier in die Themen reinkommen, oder? Es ist wieder viel, viel passiert. Und haben wir jetzt mal eine Zeit gestellt eigentlich? Wir haben, glaube ich, 58 angefangen. Okay, ich vertraue dir da jetzt mal. Ist, ja, scheiße. Gut. Ist egal. Jedenfalls ist viel passiert und wir haben schon
im Freizeitbad darüber gesprochen, dass es mich so nervt. Jede Woche neue Nazi-Scheiße, neue AfD-Scheiße. Oh, 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 Tino, heißt das, ich muss diese komischen schwarzen Striche in unser Thumbnail reinmachen, weil du rantest. Es wird ein Ranten-Beitrag, ja. Es wird ein Ranten-Beitrag. Über den Tellerrand ja, hinaus. Ja, es ist ganz schrecklich. Ich will ja diesen Parteien, diesen Rechtspopulisten nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Aber jeden Tag passiert irgendwas Neues, Dummes, was du nicht ignorieren kannst. Und doch, ich weiß kannst nicht, du, wenn du nicht so unangenehm links bist wie du, Tino. Eben, ich kann es nicht. Das ist meine unangenehme Natur. Okay. Aber man muss auch nicht mal links sein, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also an einem einzigen Tag, ja, sind folgende Dinge passiert. Ja. Bei einem AfD-Mann aus dem Nordharz, bei René Pitz heißt der Mann, wurden Kinderpornos gefunden. Mhm. Das ist die erste Nachricht, ja. Kann man denken, Pitz. Na gut. Das hätte ich nicht gedacht. Potz Pitz, das gibt es ja in allen Parteien mal, irgendwelche Pädophilen, ja. Das ist ja passiert. Das kommt in den besten Familien vor. Richtig. Nur in den später, die Fraktion der AfD wählt sich selber aus einem Ausschuss und wählt aus Versehen die SPD. Wie das passieren kann, weiß auch keiner, aber es gibt Videobeweise davon, dass sie das Wahlsystem nicht verstanden haben. Okay. So, das ist das Nächste, wo ich mir dachte, okay, dass die AfD-Trottel sind, ja, dass dann wirklich Menschen drin sitzen, die von nichts eine Ahnung haben, die sich ja selber als Hobbypolitiker bezeichnen. Geschenkt, wissen wir ja alles. Und danach hat ein Mitglied des Bundestages, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, die toten Soldaten verhöhnt, die da zusammengestoßen sind, diese Eurofighter-Dingenskirchens. Ja. Genau. Und dann ist noch was passiert. Die Sachen vorher, ja, geschenkt. Das ist shit happens, AfD-typisch. Aber dann wurde von einem Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten eine Nachricht entdeckt, die er in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Und ich zitiere. Ah, das habe ich mitbekommen, ja. Ich wünschte mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder, mir egal. Hauptsache, es geht los. Es wäre so schön. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. Sieg, Heil. Das schreibt ein Mitarbeiter eines von AfD-Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag. Der Mann heißt Marcel G. und arbeitet für Christina Baum und Heiner Merz. Und das innerhalb von wenigen Tagen, weißt du? Und ich denke mir, Alter, ich will die mal nicht erwähnen müssen im Podcast, aber es geht nicht anders. Und dann ich höre Rising Bobs Eier schon schlackern, wenn er das hört, ey, du. Und dann werde ich wieder als unangenehm links bezeichnet und als... Und ich würde ja nur über Nazis reden und es sind ja alles keine Nazis bei der AfD, aber diese vielen kleinen Zufälle, die da passieren, das sind keine Zufälle mehr. Und das regt mich tierisch auf. I see. Also ich habe nicht alles davon mitbekommen, aber du meintest irgendwie, die ersten drei Sachen sind alle an einem Tag passiert. Richtig. Ja? Die haben einen legendären Jamie Thomas gemacht. Das war ein Skater, der in einem Tag einen ganzen Skatepark zusammengeschnitten bekommen hat. Also gefilmt. Und großartig, ein Lob an die AfD an dieser Stelle. So viel an einem Tag, das schafft eine Merkel zum Beispiel nicht. Die zittert nur. Richtig, aber auch nur alle paar Tage mal. Kommen wir gleich zu. Ja, ja also... Bin ich der Idiot? Ja. Bin ich der Idiot, weil ich die AfD als Nazis bezeichne? Nach wie vor sage ich, du kannst vielleicht nicht alle da über einen Kamm scheren. Das wäre ja wie irgendwie, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht, damit Leute hier in den Radiosender reinzulassen, die ehrenamtlich arbeiten. Also machen wir das grundsätzlich nicht mehr. Die lassen ja gar keinen rein. Aber die ist egal, erzähl weiter. Nein, ich bin da ja voll bei dir, ja. Das sind schon nicht so schöne Sachen. Das ging ja noch viel weiter, gut, ich habe es jetzt nicht gesehen. Da kann man auch jetzt wieder sagen, Fake News und so. Es ist ja auch wieder heutzutage. Das sind Sachen, die. Ja, ich meine bei den Chatverläufen, die habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe nur das zitiert gesehen und so. Ich kann es mir natürlich vorstellen, absolut. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, wenn man jetzt Chatverläufe von mir teilweise lesen würde, könnte man auch, wenn man das wollte, das so darstellen, als wäre das so, ne? Bisschen sehr unangenehm, was da passiert, aus dem Kontext gerissen, aber das ist schon sehr grenzwertig. So. Also ich kann auch mich irgendwie mal sehen, wie ich so aus Gag sage, ich will auf Gräber pissen oder irgendwie sowas, ja, aber also so diese Kette an Wörtern hintereinander, da ist schon... Und am Ende ist Sieg heil, weißt du, das macht man nicht mal so. Das habe ich auch schon mal aus Spaß gesagt. Komm. Ja, okay, komm, Tino, ich bin da ja voll alle bei Spaßvögel dir. In der AfD, alle Spaßvögel. Nein, es ist ja wirklich nicht so schön. Es gab ja noch mehr. Es gab ja auch den einen Typen, der hier beim Lübcke-Dings nicht aufstehen wollte, irgendwie bei der Schweigeminute. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, das auch, ja. Das hatte ich mir, glaube ich, auch aufgeschrieben. Irgendeinen Namen, den man eh wieder vergisst, aber der irgendwann später wieder relevant ist, wenn eine ähnliche News rausgeht. Ralf Müller war das. Da dachte ich, es ist der nicht irgendwie Comedian oder so, aber der hieß wohl Rolf Müller oder so, den ich da meinte. Egal. Bayerischer Landtag war das.
Und ja, so viele News. Wir haben mal drüber gesprochen. Ja. Wie verfahren wir damit? Wie machen ich wir weiß es nicht. Ich wollte es einfach erwähnt haben und es regt mich tierisch auf. Und ich will eigentlich mal nicht über die AfD reden. Ich will ihr nicht so eine Bühne geben. Und ich habe das Gefühl, dass sie mit Absicht solche dummen Sachen machen, einfach um im Gespräch zu bleiben. Aber wie schaffen die das? Genauso wie Trump. Wie schaffen diese Menschen das, dass sie trotz dieser vielen Fehltritte daraus noch Kapital zu schlagen? Das verstehe ich halt nicht. Wie schaffen die das? Weil wenn Obama, haben wir auch drüber gesprochen, wenn Obama einen dieser Fehltritte von Trump, die er in 2 Tagen gemacht hätte, wäre Obama längst vom Fenster gewesen. Mhm. Warum darf Trump so viel Scheiße machen? Und warum darf die AfD so viel Blödsinn machen? Ich glaube, das ist auch alles ein bisschen dem aktuellen Zeitgeist geschuldet. Halt auch dieses, wir hatten das ja auch schon, da sprechen wir übrigens in unserem Spezialpodcast über Memes und Dion drüber, dass ja Trump zum Beispiel auch ein bisschen durch diese Meme-Kultur einfach gehypt wurde und wahrscheinlich das auch ein bisschen geholfen hat, ihn ins Amt zu bringen. Wenn auch nur, ja, ein bisschen. Aber am Anfang war es halt so, ja, der Trump, da lächeln wir drüber, machen lustige Memes und aber so. Aber dadurch hat er immer mehr Popularität bekommen. Und jede PR ist gute PR. Aber glaubst du, dass Menschen ihn echt gewählt haben, einfach nur um die Welt brennen zu sehen? Da gibt es auf jeden Fall welche. Also selbst wenn es nur einer ist, aber definitiv gibt es das. Sehr traurig. Entweder brennen zu sehen oder einfach möglichst unterhaltsame Politik zu sehen. Natürlich also aus einem zynischen Standpunkt. So. Das ist sie ja auch, aber aus einem Atombunker will ich auch nicht mehr lachen. Weißt du? Ist egal. Ich glaube, in einem Atombunker wärst du vielleicht noch der Letzte, der lacht, wenn der nötig wäre. So. Obwohl doch, ja, eigentlich schon. Naja. Ist auch irgendwo ironisch. Und jedenfalls noch zum Schluss zu dem Thema. Ich glaube, in Penzlin gibt es auch eine gemeinsame Fraktion von CDU und AfD. Also sie wird zum ersten Mal in Regierungsverantwortung kommen, wenn auch nur in einem Gemeinderat. Aber es wurde zum ersten Mal die Grenze überschritten, dass eine demokratische Partei wie die CDU mit der AfD eine Koalition eingeht in einer Fraktion. Das ist schon sehr tragisch. Das wundert mich nicht. In einer Stadt, die so heißt wie Medizin, die... Penicillin, ja. Fehlt nur ein E. Die Penicillin. Ja, mir fällt kein guter Wortwitz ein, aber ich wollte auf den Zweiten Weltkrieg, weil das da sehr oft verwendet wurde. Ich denke auch. Ja. Wie Crystal Meth auch. Nee, wir können aber das vielleicht dann auf einer positiveren Note enden, wo dein linksversüfftes Herz dann doch etwas höher schlägt. Mit Ostritz, das hat es ja auch mitbekommen, dass da die Alkoholreserven aufgekauft wurden. Das war schön, ja. Bevor ein, sagen wir mal, leicht rechtes Festival... Ein Festival. So leicht rechts angehaucht. Eine kleine Festivität, ja. Ja, da kommt der Stefan, aber er ist ganz leicht rechts angehaucht, aber er ist voll in Ordnung. Kommt dann mit so Thor Steiner und Hakenkreuz-Tattoos. Ja, egal. Ja, guck doch mal, Edward Norton hat auch schon mal ein Hakenkreuz auf der Brust. Das ist ein ganz netter und ein ganz guter Schauspieler. Edward wer? Edward Norton, der Schauspieler von American History X. Ach, der? Ja. Hab ich gesehen, stimmt. Ja. Ja, gut. Der ist auch in Ordnung. Stimmt. Der hat das jetzt weggenommen, das Hakenkreuz, und toll. Gut ist. Ja, also wir haben es vielleicht mitgekriegt, das Dorf oder die Stadt, ich weiß nicht, wie groß Ostritz ist. Keine Ahnung. Die haben kollektiv alles an Alkohol aufgekauft, damit es gab so eine Pressemitteilung, oder ich weiß nicht, ob das der Bürgermeister dann war oder irgend so ein Vertreter, was weiß ich. Irgendwer hat auf jeden Fall gesagt, wir wollen die Rechten irgendwie austrocknen oder so, dass die irgendwie halt einfach keinen Alkohol haben. So. Kein Bier quasi. Ja. Das war ja eine ganz witzige Aktion. Also das ist doch eine lustige Trollaktion. Da war ein Konzert, ne? Na, Festival. Oder Festival war sogar richtig. Schild und Schwerter heißt das Ding. Da mussten die wohl Cola trinken. Also, bestellt jetzt eure Tickets vor für nächstes Jahr. Da auch nochmal hier Promo gemacht. Aber eigenes Bier mitbringen. Nee, aber ohne Spaß, ne? Auch das ist so eine Sache. Ich wäre gern mal so auf so einem Festival. Ja, sicher, so verkleidet. Ich wollte auch schon mal auf AfD-Demos gehen oder auf rechte Demos, aber ich durfte immer nicht von der Polizei, weil die mich erkannt haben und so. Hm. Ich will einfach mal daneben stehen, einfach mal mit denen reden. Einfach mal in den Dialog. Gucken, was passiert. Das ist der Tino, wie wir ihn kennen und lieben. Einfach mal in den Dialog treten. In den Dialog. Nein, ich kann ja gar keinen schlagen. Aber ich würde gerne mal mit denen reden, tatsächlich. Gut, bevor wir jetzt vielleicht mal irgendwie rechte Sachen abhaken, weil es sind viel interessantere Sachen passiert diese Woche, kann ich noch sagen, dass Kanada jetzt die White Supremacists, also die Herrenrasse und Neonazi-Gruppen und so offiziell als Terrororganisationen auflistet jetzt. Genau, ja, Kanada ist ja eh sehr fortschrittlich, was das angeht. Auch der Premierminister oder was wer das ist, der geht auch immer auf die ganzen Pride Demos und ist da Schirmherr und läuft da auch mit. Das ist hier unvorstellbar. Also Merkel auf so einer CSD-Demo zu sehen, ist auch eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Weil sie anderweitig beschäftigt ist, nämlich mit Zittern.
Sie zittert vor den Wahlergebnissen. Wir haben netterweise die zweite Chance, weil ich habe das Video das letzte Mal ja nicht gesehen. Ich habe das direkt danach gesehen. Und ich wusste nicht, wie krass das wirklich aussieht, dass man da wirklich einfach mal adäquate Witze drüber machen kann. Haben wir dann quasi die Chance verpasst. Und jetzt haben wir die zweite Chance. Tatsächlich, wobei es diesmal nicht ganz so heftig war. Ne? Es war ja ein bisschen... Es war ein bisschen weniger. Ja, ja. Aber ich habe mich diesmal umso mehr gefragt, da es jetzt schon das zweite Mal war und das beziehungsweise das zweite Mal gefilmt, wer weiß, wie oft das noch passiert, warum sie einfach nicht irgendwie sagt, yo Leute, können wir kurz Pause machen oder die zieht's durch, einfach mal ein paar Meter laufen. Ja, aber es bringt doch keinem was, wenn sie dann irgendwie als schwach dasteht, weil sie rumzittert. Warum einfach nicht mal, es ist ja dann immer so, wenn sie weiterläuft, geht's wieder so. Hm. Warum nicht einfach mal kurz im Kreis laufen oder so? Sie hat ja diesmal auch sogar das Glas Wasser abgelehnt. Genau, da kam so ein Mann von der Seite oder eine Person und hat sie es abgelehnt, so nö, jetzt nicht. Und als sie wieder gelaufen ist, war es wieder verschwunden. So. Mhm. Das ist ganz seltsam. Und es haben auch echt viele Ärzte schon bestätigt, dass es tatsächlich eine Stressreaktion sein kann oder eine Dehydration. Aber so langsam, muss ich sagen, wird es unglaubwürdig. Also irgendwie, wenn das so oft passiert. Ja, vor allem haben Rammstein ja auch schon ein Lied drüber geschrieben. Zita. Ach genau, stimmt. Ist schon ein bisschen länger her. Sie haben es vorausgeahnt, quasi. Eben. Naja, ich finde es ein bisschen schade, dass Merkel nicht homosexuell ist. Sonst könnte man sagen, sie zittert wie Lesbenlaub. Ja, tatsächlich. Gott, Alter. Da habe ich mir auch die schlechtesten rausgesucht. Aber immerhin haben wir die Gunst der Stunde genutzt. So ist es. Also sollte es echt nur Dehydration sein und Stress, dann kann man mal darüber schmunzeln, weil es ja auch ein bisschen lustig aussieht. Ja, aber dann kann man auch sagen, wie dumm kann man denn sein, nicht einfach mal irgendwie ein Glas Wasser mehr zu trinken, gerade bei der Hitze. Sie sagt ja selber, zu viel Kaffee, zu wenig Wasser und so. Schwierig. Alter, aber sie ist wie heißt der, Twink oder so? Nee, Twizzle? Trump? Nein, der bei South Park, der die Eltern machen. Ach ja, der immer Kaffee kriegt. Ja, genau, ja. So endet sie. Ich glaube, Twink. Aber sollte sie wirklich krank sein, wünschen wir natürlich alles Gute unserer Mutti, dass sie noch lange lebt, weil wir nicht glauben, dass es nach Angela Merkel besser wird, aber... Das ist schon hart. Toi, das ist eigentlich schon hart, oder? Also es fühlt sich ein bisschen an, wie zu sagen, es wird nach Trump nicht besser. Ja. Und das ist eigentlich keine gute Aussage. Nicht wirklich, nee. Also ich bin ja echt kein Merkel-Fan, aber ich sehe da jetzt gerade nicht. Wer soll kommen? Ja, Friedrich Merz, der alte Multimillionär oder... Philipp Amthor. Das wäre lustig. Ja. Ich würde ihn wählen. Siehst du, da würdest du auch die brennende Welt sehen wollen. Ist echt so, ja. Ja, also klar, gut, Philipp Amthor ist jetzt vielleicht kein Trump, aber... Ich will nicht unbedingt in einer großen Machtposition. Nein, auf keinen Fall. Aber laut Wahlergebnissen oder laut Umfragen waren ja auch die Grünen ganz weit vorn. Das könnte passieren, dass wir zur nächsten Bundestagswahl Habeck als Kanzlerkandidaten haben werden. Und dann werden nicht mehr CDU und SPD da stehen, sondern Grüne und CDU werden dann sich streiten. Und dann ist was los. So, dann kommt die minderjährige Miley Cyrus auf jede Festplatte Deutschlands. Denn man weiß ja, die Grünen, die sind alle pädophil. Alle pädophil, alle Veganer und alle militant. Und alle fliegen Flugzeug. Genau. Naja, wir gerade über schlechte Wortspiele reden. Meiner Meinung nach sollte man Deutschland einen neuen Vornamen geben, nämlich Ottmar. Ottmar Deutschland? War vielleicht schlecht aufgebaut. Ich habe an Ottmar Hitzfeld gedacht, denn es ist hier ein sehr warmer Bereich. Ja, es ist relativ warm. Nee, eigentlich wollte ich nur irgendwie überleiten zu einer neuen Nachricht, denn Westeuropa macht sich auf die härteste Hitzewelle seit 2003 gefasst. 2003 sind in Frankreich fünf... Hitzfeld. So jetzt wisst ihr auch, wo unsere Wortspielqualitäten hier verankert sind. Der Gag des Tages. Nee. Beim letzten Mal, als du das gesagt hast, habe ich zugestimmt, aber diesmal bitte nicht. War auch ironisch gemeint. Also 2003... sind in Frankreich an der Hitze 15.000 Menschen gestorben. Also lasst uns mal irgendwie Hitze überhaupt nicht ernst nehmen, bitte. Mhm. Und da war es noch nicht mal 45 Grad. Und jetzt heißt es laut Hochrechnungen und Mutmaßungen, dass es bis zu 45 Grad in Frankreich unter anderem werden könnte. Und das ist schon hart. Warum in Frankreich ausgerechnet? Ja, da ist halt so irgendwie so ein Hoch, was da so Afrika-Luft drüber wedelt, so ein paar Leichen vom Mittelmeer noch vorbeifliegen und irgendwas sorgt dann dafür, dass da besonders heiß ist. Ja. Und wenn ich mir so überlege, bei was waren wir im Bad? 36 Grad, glaube ich. Ne? Ja. Und das war schon übel. Es ging. Na, im Wasser war angenehm, klar, aber wenn du trocken in der Sonne standest, hat es schon richtig heftig gebrannt. Wenn du jetzt mal bedenkst, nochmal 10 Grad obendrauf so. Echt hart, ne? Das ist irgendwie dann auch so. Also 50 Grad ist doch dann Sahara schon, oder? Alter.
Ungefähr, da kannst du dich ja das war so ein, zum Föhn rausstellen. Das ist wieder so ein halber Funfact. So. Ich streue mal einen Funfact, von dem ich nicht weiß, ob er wirklich so ist. Könnte stimmen. Wir ist wollen nicht, ja hier. Nicht abwegig. Naja, aber auf jeden Fall ist es nicht so gut, wollte ich nur mal sagen. Dass Leute. Es heiß wird, ja. Ja. Hinter mir auch so gerade. Unterschätzt man immer. Laufen ja gerade die Friday for Future Schüler vorbei bei Radio Lotte. Sie tragen irgendwas Blaues vor sich her. Ey, Euro, wenn du Fenster aufmachst und runterrufst, heute ist doch nur. Wie viel Grad sind heute? Irgendwie 23, 24, 25? Ja, ist 21 viel Grad. Ich mach mal kurz ein Video. Ja, heute ist nur 23 Grad, Klimawandel ist eine Lüge. Aber was soll das denn sein? Ist das ein Gletscher oder eine Schneewand, eine Eiswand? Was? Von wem redest du? Was sie da tragen da vorne. Ich sehe die nicht so ganz. Gar nichts. Also. Machen wir gerade mal Guckradio für die Leute, ja? Genau, Guckradio. Beschreib mal, was du siehst. Ja, hier Dinosaurier eine dachten auch, sie hätten Zeit. Eine lange Demo und Kameramänner, die hier filmen. Ein Wagen, auch voll klimatechnisch einwandfrei. Warte, wir machen jetzt mal hier so richtig Erlebnisradio. Wartet, Leute, ich öffne mal hier die Pforte zum Balkon. Können wir nicht auch das Fenster öffnen? Ah, da ist Stachi, mein Freund. In dieser Ruhestörung müssen wir jetzt hier irgendwie eine professionelle Sendung produzieren. Also was soll denn die Scheiße? Da schwänzen die nur schon Schule und obendrein sabotieren die auch noch professionelle Radiosendungen und Podcasts. Ekelhaft. Soll zur Schule gehen. Ja, also großartig. Mach mal wieder zu, würde ich sagen. Im Auftrag der Kinder von morgen stand da. Ja, also, ne... Vielleicht kommt das bei den ein oder anderen Leuten nicht so rüber, aber ich finde das schon okay, dass man dafür die Schule schwänzt. Ja, wofür denn sonst? Hatten wir ja, wir haben damals auch die Schule geschwänzt, um zu zocken, ja? Ja, wir, da gab's noch ordentlich. Wir hatten früher Sex und Drogen auf dem Schulklo und die gehen auf die Straße, ist doch schön. Und das, obwohl es nur ganz wenige Grad sind, ich kann ja mal ganz kurz schauen, was heute was also gerade ist. Also mein Internet sagt 21. Bei mir sind es 19 Grad mit meinem Handy. Krass. Graz. Jedenfalls liebe Grüße an die Friday for Future People da. Ja, jetzt outside. Verpisst euch, wir wollen ja aufnehmen. Das ist ein bisschen zu laut, Mann, ja. Ey. In einer Facebook-Gruppe haben sie gestern hämisch gespottet über die Friday for Future-Demo hier in Weimar. Da hat nämlich ein Mann ein Foto gemacht, wie die Leute das gerade aufbauen. Und da hat einer, stellt ihr vor, von den Organisatoren telefoniert. Nein. Er hat ein Telefon, obwohl er gegen die Umweltverschmutzung ist. Das ist wirklich ganz schön schlecht. Da wurde ganz schön schlimm gehetzt und da wurden sie erwischt. Hm. Ich finde, wer bei FFF mitläuft, sollte sein Handy wegwerfen und nur noch vegan leben. Und sich über Brieftauben organisieren. Genau, und sich gleich umbringen eigentlich. Ja, also muss man sagen, wenn sie sich umbringen, ist der Welt theoretisch geholfen. Ja, ist so. Je weniger Menschen, desto weniger Probleme für den Menschen. Je mehr Selbstmörder, desto weniger Selbstmörder. Richtig. Ist doch schön. Wo wir davon gerade sprechen... Tanzverbot. Ja, what happened? Er hat sich nicht umgebracht. Schade. Entwarnung, gut. Leute. Es gab gleich zwei News. Tanzverbot ist ja eh immer so ein Ding. Wir sind ja hier Brennpunkt Internet, wir müssen ja auch mal über die Lappalien des Internets reden, wenn denn das große Themen sind, die viele Leute bewegt haben. Der große Influencer und YouTuber Tanzverbot, auch genannt Tanzi. Ja. Der hatte ein Bohlendouble im Interview sitzen und huch, es war gar nicht der echte. Das haben natürlich alle Zuschauer irgendwie oder fast alle sofort gesehen. Er selber nur irgendwie nicht. Ach echt? Ach, das hast du gar nicht mitgekriegt. Nee, ich hab's mir nicht angesehen. Na dann, pass auf. Er wurde verarscht, er wurde hart geprankt. Oh, der Arme. Ich weiß gar nicht, wie der YouTube-Kanal heißt, ist auch egal, dann promote ich ihn halt nicht. Ist ja eh nur Konkurrenz sonst. Ja. Also es ist kein Prank-YouTube-Kanal. Es war eigentlich irgendwie, die haben was mit Stars oder so zu tun, was weiß ich. Aber nicht verstehen sie Spaß. Nee. Das war auch irgendwie der Typ, der das gemacht hat. Der hat das so auf so Joko und Klaas gemacht, so wo du im Hintergrund immer seine Reaktion siehst. Aber es war so richtig schlecht gemacht. Mhm. So, du siehst immer wieder seine Kamera eingeschnitten, aber ohne, dass es diesem Video irgendwas beifügt. Mhm. Ich spreche, glaube ich, immer sehr Ossi, wenn ich irgendwas sage. Auf jeden Fall... Ganz, ganz schlecht. Aber die Idee an sich fand ich schon gut. Die haben ihn einfach eingeladen hier. Wir haben hier ganz viele Influencer und so. Im Interview mit Dieter Bohlen hast du auch Interesse dran. Ja, auf jeden Fall. Und er natürlich sofort, wow, stimmt. Dieter Bohlen, zack, komm ich hin, so. Und hast dann das Interview in voller Länge da auf deren Kanal gesehen. Und der Dieter Bohlen-Imitator disst ihn halt auch die ganze Zeit so ein bisschen. Also an sich eine ganz witzige Idee. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber
ich finde es witzig, dass es bis zu diesem Reveal, also die haben halt irgendwie 2 Tage später ihr eigenes Video hochgeladen, bis dahin hat Tanzverbot es nicht wirklich gerafft, was da jetzt so abgelaufen ist. Der hat halt gedacht, hat auch ein Statement gemacht, er lädt das Video hoch und die ganzen Dislikes kommen, weil das ihm keiner gönnt, dass er irgendwie mit Dieter Bohlen jetzt irgendwie zu tun hat oder so. Ich muss sagen, ich wäre jetzt auch nur neidisch, hätten sie zusammen Dr. Mabuse gesungen. Andernfalls das muss Blue ich System jetzt. Comeback. Ja, andernfalls muss ich Dieter Bohlen jetzt auch nicht unbedingt haben in meiner Bio. Ja, wäre doch witzig. Du hast mir den Link geschickt, aber ich habe das Video nicht gesehen, nur das Thumbnail. Und das sah aus wie Matze Knob. Ja, war es aber nicht so. Irgendein random Typ, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber ganz witzig. Dumm gelaufen. Alle haben natürlich gelacht. Wo alle weniger gelacht haben, ist, und jetzt dürfen wir das nette Wort nochmal sagen, Tanzverbot wurde bezichtigt von einem Rapper, dass er eben jenen Rapper als Nigger bezeichnet hätte. Oh, das darf man nicht sagen, das Wort. Auch nicht im richtigen Kontext. Danke, Tino. Meine Meinung. Ja, und da habe ich überlegt, erstmal natürlich haben sie es geklärt, ne? Erst dann irgendwie hieß es dann, dieses typische Beef-Ding. Komm doch her, wenn du klären willst, Digga. Er ist dann hingegangen und KuchenTV ist ja auch so ein YouTuber, der stand dann auch mit rum und das war so eine dumme Lauchveranstaltung, wie du das halt siehst. Das hat mir, du siehst dann diesen kurzen Ausschnitt, wie sie halt so reden, ja ey, wir haben das jetzt hier geklärt, ey, ja stimmt, der hat das gar nicht gesagt, ey, irgend so ein Hurensohn hat im Internet behauptet, Tanzverbot hätte mich Nigger genannt und so. Diese drei Willis, das sind halt einfach nur drei richtig große Willis. So, und die sind aber alle sehr bekannt. Gut, bei ihm weiß ich jetzt gar nicht, er ist irgendwie so VBT-Rapper. Ich glaube, es war einfach so ein Promo-Move für ihn, also ganz ehrlich. War der auch ein Dunkelhäutiger? Ja, ich weiß nicht, also ich hätte ihn jetzt eher so als Richtung Spanien oder so. So Südländer. So. Ja, so hätte ich ihn jetzt eher eingeschätzt. Aber meine Frage für mich war auch, was könnte ich denn machen? Ich armes Schwein, es gibt für mich kein Wort. Ich könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, ey, Leute, ich mache ein Video so, ne? Leute, der Tino hat mich... Weißbrot. Ja, da dreht sich doch keiner nach um. Eigentlich nicht, ne? Und deswegen sind wir in der Minderheit, Tino. Wir haben nichts, bei dem wir sagen können, okay, vielleicht noch, ne, wenn es um Sexualität geht oder so, da könnte man vielleicht noch so sagen, oh, hier, der hat mich irgendwie bezeichnet. Aber so rein irgendwie auf Rasse oder Hautfarbe oder Aussehen oder sowas bezogen. Würde ich denn irgendwas beleidigen jetzt, also ernsthaft? Ne, ich will das ja auch. Ich will auch so einen Promo-Move. Ich will auch sagen, hier, der David Hein, der hat gesagt, ich bin... Ja, was denn? Ich kann nichts sagen. Ich sehe, also es muss ja irgendwas sein, was ich auch bin. Also impliziert jetzt, dass der VBT-Typ ein solcher Dings ist. Nein, aber er ist halt dunkelhäutig. Ja, ne? Ja. So, aber irgendwas, was ich halt auch bin, was man mich aber nicht nennen darf. Und Komiker. Stimmt, Komiker ist das Nigger der Weißen. Mir fällt auch nichts ein, also ich weiß nicht. Also selbst ich bin ja so ein bisschen eine Minderheit durch meine Gay Pride. Durch nicht mal Gay Pride, aber... Das ist ja schon weniger oberflächlich, würde ich sagen. Ich meinte jetzt wirklich erstmal nur so Aussehen, Rasse... Aber die kann man eigentlich nicht abwerten. Nationalität. Ne? Also ich glaube, so heterosexuelle weiße Männer, die... Ja, und das ist genau der Punkt, warum wir schwächer dastehen. Wir haben nicht diese Joker-Karte zu sagen, ey, hier. Oder kann man ganz entfernen... Das ist unsere Joker-Karte. Oder ganz entfernen, wenn man prinzipiell deutsche Männer als Nazis bezeichnet, weil sie einfach Deutsche sind... Da habe ich noch nie gehört. Also aber da ist doch so ein Funke Wahrheit dran, weil wir Deutsche sind und der Nationalsozialismus ja in Deutschland groß geworden ist und wir damit Probleme hatten. Mal ganz kurz, so für ein paar Jahre. Halt, ja, das ist 60 Jahre her, also da kann ich mich jetzt nicht so mit, also kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt 70 wäre und mich bezeichnet jemand, dann könnte ich wahrscheinlich behaupten, der hat mich als Nazi bezeichnet, um irgendwie ein bisschen PR zu bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, liebe Leute, womit könnte man Robin denn beleidigen, also ernsthaft, denunzieren und diskreditieren. Genau, aber es muss etwas sein, was ich auch wirklich bin. Ja. So, gut, ich kann nicht riechen, aber da gibt es, glaube ich, auch keinen Diss für. Behindert. Ja, gut. Könnte man sagen. Er hat gesagt, ich bin behindert. Das ist... Alter, ohne Spaß, wenn ich es mir auch so vorstelle, kommt mir das so lächerlich vor. Nehmen wir mal das Beispiel. Ich kann halt nicht riechen, ich bin behindert, von mir aus. So, ja. Irgendjemand sagt, ey, du bist behindert. Da mache ich doch nicht irgendwie Instagram-Story und sage, ey, Tanzverbot hat gesagt, ich bin behindert. Was ist denn ja, das? Ja, aber auch, weil du wahrscheinlich eher ein differenzierter und rationaler Mensch bist, den es... Möchtest du gerade sagen, dieser VBT-Rapper ist irgendwie... Es gibt Menschen, die sind empfindlicher als andere. Das gibt es ja wirklich. Ich kenne ja auch Homosexuelle, die fühlen sich von dem Wort Schwuchtel völlig beleidigt. Und dann gibt es Homosexuelle, die nennen sich selber Schwuchtel, ja, und die lachen dann darüber. Es gibt verschiedene... Aber Schwuchtel dann bestimmt mit A am Ende statt mit ER. Schwuchtel A? Ja. Yo, Mann, Nigga. Die nennen sich ja auch gerne mal so. Schwula, Schwuchta. Ja.
Weiß ich nicht. Aber selbst das N-Wort, da gibt es auch Menschen, die finden das echt schlimm und Menschen, also Betroffene, die finden das gar nicht schlimm. Da gibt es immer solche und solche. Ja, es kommt natürlich drauf an, wie man es sagt. So. Wie gesagt, wenn die es untereinander verwenden, ist es ja nie böse gemeint oder so. Klar, wenn man jetzt sagt, hier, du dummer schwarzer Mensch, ja wenn man es mit dieser Kraft sagt, dann ist es natürlich nicht geil. So, dann ist es ja offensichtlich eine Beleidigung und willst ihn irgendwie runtermachen, nur weil er dunkle Hautfarbe hat. Da sehen wir wieder, es kommt auf den Kontext an. Ja. Aber stell dir mal vor, dass irgendein Influencer, irgendein YouTuber, der dich dissen will, sagt, den Robin nehme ich eh nicht ernst, der ist nämlich behindert. Da kann er nicht riechen, der gehört irgendwie... Ja, aber da würde ich auch drüber lachen. Wenn er das richtig ernst meint, du gehörst liquidiert und dich kann man eh nicht ernst nehmen und er würde dich niemals irgendwie kooperieren oder sowas oder irgendwo mitnehmen, weil du behindert bist. Sonst würde er das gerne machen, aber er findet behinderte Menschen nicht lebensfähig. Gibt es ja. Oh fuck, ich hatte es mir mal aufgeschrieben. Ich wollte das in meinen aktiven Sprachgebrauch einbauen. Das Fachwort für Behindertenfeindlichkeit. Also es gibt irgendwie Handicapismus ist eins, aber es gab noch so ein anderes. Das fand ich viel geiler. Handicapophob. Das leitet sich nicht direkt aus einem offensichtlichen Wort ab. Das war irgendwas anderes. War richtig witzig, glaube ich. Kann ich gerade nicht sagen. Also wenn da so ein Handicapist vorbeikommt und sagt, ja, dann, ich kann es schon mehr nachvollziehen. Ein Behindertenskeptiker. Ja, ich kann es schon mehr nachvollziehen, aber ich glaube, ich würde nicht, nee, also wenn ich die Promo nötig habe, ja, aber sonst hätte ich da jetzt, glaube ich, nicht Bedarf irgendwie. Man sollte mal den Rassismus umkehren und Menschen einfach mal als behindertenfeindlich darstellen, so weißt du. Oder homophobe Menschen zum Beispiel zu sagen, ja, Jesus, Gott hat Menschen nicht im Rollstuhl gemacht. Ja. Wie man sagt, dass Gott ja nicht Adam und Peter gemacht hat, sondern Adam und Eva. Das stimmt. Lauf doch einfach. Was? Lauf doch einfach. Lauf doch einfach, wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt. So. Ach so. Lauf doch einfach. Nice. Das ist unnatürlich. Auch was unnatürlich ist, ist das Gehirn von Trump. Man kommt nicht drum rum. Es ist wie bei deinem rechten Scheiß hier. Also I know. Gut, das geht ja vielleicht etwas Hand in Hand, aber man kommt um Trump nicht drum rum, wenn man irgendwie die Woche... Auch so fett ist. Das ist richtig. Trump ist sehr fett. Zum Glück dürfen wir das noch sagen, aber hier in Deutschland darf er ja nie was sagen. Gut, es gab mehrere Sachen zu Trump. Es gab eine Sache, die habe ich dir geschickt, da hat jemand gehustet in einem Interview, es war ihm ganz unangenehm. Aber sehr lustig auch. Da hat man aber gesehen, dass Trump halt so aus dieser Fernsehschiene kommt, ne? Oh, da müssen wir den Take jetzt nochmal machen, so. Da hat jemand in meine Antwort reingehustet und willst du jetzt nochmal eine andere Perspektive und so? Das war jetzt nicht ein großer Shitstorm, war ein Video, was relativ abging, war ganz witzig, aber gut, war jetzt nicht so schlimm. Fand ich nur ganz interessant. Ein Fun Fact. Dann hat er allerdings der Presse gesagt, also irgendeinem, was weiß ich, BBC, irgend sowas, weiß ich nicht. Das ist, also irgendwer hat ihn gefragt, ja, was hast du denn eigentlich mit dem Putin da besprochen? Und dann hat er gesagt, none of your business, also das geht dich gar nichts an. Und das ist schon sehr interessant, gerade wenn man irgendwie sich überlegt, er ist ja ein Diener des Volkes im Grunde. Ja. Er ist ja kein König, ne? Also er ist ja quasi schon Rechenschaft schuldig, ne? Er ist ja ein Vertreter des Volkes, er ist ein Public Servant. Ein Diener, so. Er dient dem Volk und er sollte auch transparent umgehen, weil letztendlich wird er durch Steuern bezahlt, theoretisch zumindest. Und wenn ihn jetzt ein normaler Mensch auf der Straße fragt, Herr Trump, what haben Sie mit Herrn Putin dann besprochen? Dann muss er antworten, eigentlich. Denn er ist der Chef. Und das Ding ist, er kommt ja auch aus diesem Ding, wo man so als Geschäftsmann, weißt du, so Locker-Room-Deals macht, ja. Dass man hinter verschlossener Tür und so, das ist ja da gang und gäbe, aber wenn du dann halt Präsident bist, der hat halt vorher nie irgendwie Public Office irgendwas in die Richtung gemacht, also wer hätte das kommen sehen? Ja? Der war nicht mal Klassensprecher. Ja, auf jeden Fall ganz interessant, aber es wird noch viel besser. Der Präsident vom Iran hat nämlich gesagt, dass das Trump-White House ist afflicted by mental retardation. Sprich, Trump ist ein Vollidiot, beziehungsweise natürlich geht es nicht direkt gegen Trump, sondern gegen die ganze Administration. Ja. Ist ganz witzig, auch der Dalai Lama hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, Trump has a lack of moral principle, also moralische Prinzipien. Und ich finde das so witzig, dass die Führer der Welt, ja, das hatten wir auch schon im Privatgespräch, dass sie über Twitter sich gegenseitig anbiefen und so. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Online-Gaming-Chat. Ja? Deine Mutter ist fett, nein, deine. No you. Ja? Das macht großer Spaß. Das macht es ein bisschen lächerlich, aber irgendwie auch lustig. Es macht es sehr lustig bis zu dem Punkt, wo man merkt, oh, das ist ja die Realität. Ja, aber die müssen ja nicht sich alle heiraten, aber ich finde... Nee, das nicht. Aber ich finde, ja, du hast recht, das ist auch gefährlich, gerade wenn sich da Staaten anlegen, die vielleicht Atomwaffen haben und
dass da schnell mal der Krieg erklärt werden kann. Ich finde auch, man sollte als Staatschef ein wenig diplomatischer sein. Aber prinzipiell ist es doch auch endlich mal so eine was Menschliches, ja. Die zeigen doch auch mal ihre, was sie denken. Ja, aber sie auch sagen, was sie denken. Was Unprofessionelles. Und man möchte da eigentlich Profis. Das ja, auch. Ja. Stell dir einfach mal vor 50 Jahren oder so. Du sagst jemand, ja übrigens in 50 Jahren, da beleidigen sich Politiker wie kleine Kinder öffentlich vor aller Leute. Ich hätte gesagt, da freue ich mich drauf. Okay. Ja, ich finde es ja auch witzig, aber es ist halt schon, ne, es ist schon. Es ja, ist es sollte schon. Nicht sein. Ich finde auch, dass so eine gewisse Souveränität und auch eine gewisse Diplomatie dazugehört. Man kann sich auch ein bisschen intelligenter beleidigen. Ja, in Zukunft aber nicht mehr, denn Twitter möchte außerdem in Zukunft, also man kann es schon noch machen, Twitter möchte nur die Tweets labeln, also markieren von Leuten, von Regierungs-, also speziell von regierungsführenden Leuten, die öfter gegen Twitter-Richtlinien verstoßen und so. Sie wollen es nicht löschen, weil sie finden, dass das wichtig ist für Öffentlichkeit so. Aber sie wollen das halt markieren, wenn jetzt zum Beispiel Trump irgendwie jemanden beleidigt oder so, wird das dann in Zukunft markiert. Achtung, hier ist wieder ein Trottel am Werk. Nee, natürlich so nicht, aber ja. Von wegen, Achtung, hier wird irgendwie, weiß ich nicht, beleidigende Sprache verwendet. Also ich weiß es noch nicht genau, wie das aussehen soll, das werden wir dann sehen. Aber die Frage ist doch, wie das dann entschieden wird, ja, und woran das gemessen wird, was jetzt eine Beleidigung war und was nicht. Ja, aber ich finde es ja auf jeden Fall da schon mal gut, dass sie nicht jetzt irgendwie sich vornehmen, das alles zu löschen. So. Ähnliches wurde auch gerade berichtet über Facebook, dass diese Moderatoren und Admins, die diese ganzen Videos und Fotos kontrollieren müssen, die hochgeladen werden, dass die sehr schnell zu Selbstmord und zu Depressionen neigen, weil die so viel Material sehen, was bedrückend ist und was, okay, krass, was traumatisierend ist. Und da gab es jetzt viele Interviews von ehemaligen Facebook-Moderatoren, die sich beschweren darüber, dass sie psychisch völlig oder mental völlig am Ende sind. Weil sie Schießereien löschen müssen, also, okay, Morde löschen müssen. Quasi die löschen hauptsächlich so Sachen, die zu brutal sind und so. Genau, ja. Die begutachten halt die Videos und löschen dann die nicht angemessen sind. Und die sehen das ja ungefiltert völlig und sehen, was hochgeladen wird. Und dann sehen die halt ständig irgendwelche, auch dieses Christchurch-Massaker mussten die tausendmal löschen und jedes Mal wieder sehen und so. Und es soll sehr traumatisierend sein. Krass, da habe ich so auch überhaupt noch nicht drüber nachgedacht irgendwie. Schön. Da gab es ein paar Selbstmordfälle, ja. Nee, also ich wirklich, das ist mir bis jetzt so gar nicht bewusst geworden. Klar muss das irgendwie passieren. Klar, dass da jemand quasi den ganzen Tag sitzt, darüber habe ich halt nie gedacht, dass der irgendwie 8 Stunden am Tag sich nur so eine Scheiße reinflattert. Nicht das nur, ist schon hart. Ja, das ist auch ein harter Job. Also ich fände es eigentlich, also ich weiß nicht, ich traue mir das zu, ich glaube, ich bin da relativ schmerzfrei, was solche Videos angeht, aber wenn du da irgendwie als Social Media Beauftragter da irgendwie rumsitzt und nicht geschult wirst vielleicht oder auch im Privatleben solche Videos nicht begutachtest, weil es gibt ja diese Menschen, die gehen ja gerne mal auf Rotten.com und 8chan. Ich glaube, Rotten.com gibt es schon ewig nicht mehr. Ich glaube, das gibt es noch. Ja? Nicht aktualisiert, aber gibt es noch. Okay, das ist auf jeden Fall sehr oldschool. Also Menschen unter 18 geht nicht auf Rotten.com und guckt euch auch, sagt die Adresse nochmal ganz oft. Guckt euch auch nicht die Videos von Drachenlord an, wie er eine Puppe penetriert. Ja. Nicht machen. Auf einschlägigen Pornoseiten wie Pornhub ist das zu sehen. Nee, also bitte meinen. Ja, das finde ich halt auch sehr krass. Wie bei Lehrern. Lehrer neigen ja auch eher zu Selbstmord. Ja, zu Recht. Meine Meinung. Meine Meinung. Nee, ist ja statistisch belegt. Ja, finde ich nicht das gut, denn wir haben Lehrermangel in Thüringen. Deswegen halt, deswegen. Wer möchte nicht gerne einen Job haben, der in Suizid endet? Ja, also. Wer nicht? Aber vielleicht in Zukunft, ich hoffe, dass das, na gut, vielleicht wird es auch immer schlimmer. Nee, ich bin nicht einer von denen, aber es wird immer schlimmer. Ich glaube, in der Zukunft wird das alles ein bisschen humaner. Was ich jetzt so mitkriege, dass die Lehrer in irgendwelchen Facebook-Gruppen mit ihren Schülern sind und so. Ich hoffe, dass das irgendwie dafür sorgt, dass man so ein bisschen mehr zusammenrückt und irgendwie nicht so ein, ich glaube, dadurch, dass da so ein distanziertes Verhältnis ist, also der ist jetzt halt, klar, mein Lehrer, so, aber im Grunde ist es halt einfach nur so ein Affe, der mir da jeden Tag was zeigen muss. Ja. Wenn man aber irgendwie so ein bisschen vertrauteres Verhältnis vielleicht hat, weil man in Facebook-Gruppen vernetzt ist und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das da vielleicht für euch ist. Ich hoffe es einfach mal. Die Grenze von Professionalität und Privatleben. Und ich weiß nicht, bei uns auf der Schule war das Verhältnis sehr familiär zwischen Lehrern und Schülern. Wir waren mal auf Klassenfahrt mit einer Klasse aus einer anderen Schule gemeinsam. Und wir sind dann irgendwie Schiff gefahren und die Lehrer saßen mitten in uns, bei uns, nicht in uns, mitten bei uns, so an den Tischen. Das ist erst abends passiert. Nee, und dann saßen halt dann die Lehrer bei uns mit an den Tischen, haben mitgegessen, gelacht und Witze gemacht und haben uns auch so manchmal auf die Schulter geklopft und so gepiekst, weißt du? Direkt anzeigen, sexuelle Belästigung. Also halt, fass mich nicht an. Das war halt wie so eine, wie Eltern so ein bisschen, ja. Man konnte auch mal
bisschen die Distanz verlieren zueinander. Und die andere Klasse, die Lehrer, die sind dann irgendwie mit verschränkten Armen hinterm Rücken da langgelaufen, haben die Schüler beobachtet und haben mit denen kein Wort gesprochen. Weißt du, wer auch immer so rumgelaufen ist? Der Hitler. Hitler auch. Mhm. Ich mag solche Lehrer nicht. Und Rentner laufen auch so rum, ich erkenne da ein Muster. Hitler und Lehrer, ja. So, die Arme hinterm Rücken, so die Hände ineinander. Ja. Egal, was ich sagen wollte, was nämlich gut passt. Ich habe gestern eine Lehrerin von mir getroffen, die mich in Latein unterrichtet hat. Hat sich gut gehalten, weil das hat mich gestern so geflasht. Ich hatte sie halt in Geschichte in der 5. Klasse, was irgendwie jetzt 17 Jahre her ist oder so. Und sie sieht irgendwie noch genauso aus wie früher. Ist egal, das war jetzt auch schon wieder sexistisch und oberflächlich. Da könnt ihr mich jetzt schon wieder hier durch ein was auch immer ziehen. Ist auch egal. Was ich sagen wollte, ist, dass ich dann spätestens in Latein halt voll der Assi war, weil ich einfach keinen Bock auf Schule hatte, beziehungsweise, also gut, Schule schon an sich. Aber manche Fächer, wie zum Beispiel Latein, ich habe 7 Jahre Latein gehabt, ich kann nichts, so, ja. Und da habe ich nur Scheiße gebaut. Also habe jetzt nicht irgendwie aktiv gestört so, aber habe halt mein Ding gemacht, habe gegessen und so, habe irgendeinen Scheiß aufgeschrieben, habe gekippelt und weggeguckt und was weiß ich. Also ich habe nicht mitgemacht so. Es war jetzt nicht so, dass ich da auch reingerufen habe, ist bestimmt auch mal passiert, aber egal so, ne? Und es war schon offensichtlich und sie hat das auch nicht gefeiert so. Aber trotzdem jetzt so nach der Zeit, wir waren halt super cool jetzt gestern miteinander, ja. Weil sie, glaube ich, weiß, und das finde ich besonders wichtig halt für Lehrer, dass ich kein persönliches Problem mit ihr als Lehrerin oder mit ihrem Stoff oder sonst was habe, ja. Sondern dass ich halt einfach keinen Bock auf Schule oder auf das Fach habe. Ja. Und ich finde, wenn man das distanzieren kann, dann kannst du als Lehrer, glaube ich, am Suizid vorbeischrammen. Das nennt man Pädagogik übrigens. Ah, okay. Wenn Menschen das so ein bisschen differenzieren können, ja. Das sind die Profis tatsächlich. Ah. Die sieht man sehr selten im Alltag, aber die gibt es wirklich. Also ich habe mich gefreut. Grüße gehen raus an unsere ehemaligen Lehrer, an die meisten zumindest. Ja, ein paar. Außer die schon gestorben sind. Ich lobe an dieser Stelle Herrn Eichhorn. Der ist auch längst in Rente. Das ist ein richtig, richtig guter Lehrer. Das ist noch alte Schule DDR, da konnte auch streng durchgreifen, aber richtig guter Mann. Richtig guter Mann. Wir mussten zwar auf Schiefertafeln schreiben und hatte einen Prügelstock, aber alte Schule. Ja. Viel gelernt. Es hat uns doch nicht geschadet. Aber apropos Erdogan. Ach, ja. Der hat irgendwie seinen Bezirk hier in Istanbul, ist er irgendwie, ne? Der hat Wiederwahl gemacht, hat gesagt, das hat mir nicht gefallen. Der spricht ja immer so ein bisschen hoch, war das nicht der? Ja, genau, der Erdogan. Der hat gesagt, ich habe meinen Bezirk verloren, das kann nicht sein. Da ist irgendwas mit keine Ziele. Da ist irgendwas mit falschen Dingen zugegangen. Er hat irgendwie 15.000 Stimmen weniger gehabt als die andere Partei, so wie ich das in Erinnerung habe. Und bei der Wiederwahl oder der Wiederholung waren es 800.000. Ja. Und er hat gesagt, das kann nicht sein, wir machen Wiederwahl. Und sie ist noch richtig viel schlimmer ausgefallen für ihn. Großartig. Und ich frage, also wir haben das schon sehr oft angesprochen, ja, dass wir enttäuscht sind von den heutigen Diktatoren. Die haben ihre Länder und ihre Völker nicht mehr im Griff. Ja. Und ich frage mich, im Namen aller Diktatoren, ja, frage ich mich, wie kann das passieren, Erdogan? Wie kann es sein, dass du Wahlen verlierst? Selbst die DDR hat es hinbekommen, dass die Wahlen regelmäßig zu 99% ausgefallen sind. Tja, ich weiß nicht. Er sollte mal ein bisschen lernen von Kim Jong-un und von Merkel, wie Diktaturen funktionieren. Ja. Aber nicht so. Also ich bin sehr enttäuscht von Erdogan. Auch persönlich. Bei Merkel kann man zumindest nicht von Diktaturen. Nein, doch, das ist eher... Deutsch gesprochen auch schon wieder, ja. Richtig. Auch ein Fun-Fact. Wir hatten mal über die Partei ein Wahlplakat, wo drauf stand, Merkel ist doof. Mhm. Und da war ich noch live dabei in Berlin. Und dann kam die Polizei und fragte, was ist denn das? Und da haben wir dann gesagt, ja, das ist unser Wahlplakat, so Merkel ist doof. Durften wir nicht mehr aufkleben, das mussten wir zensieren. Da haben sie gesagt, entweder Merkel oder doof zensieren für diese Demo, die wir davor hatten. Okay. Und dann haben wir einfach an das Auto zweimal das Plakat aufgeklebt und einmal Merkel und einmal das doof zensiert. Zwinker, zwinker. Jedenfalls wurde das dann staatsanwaltschaftlich geprüft. Dürfen wir bis heute nicht mehr benutzen und haben daraus gemacht, Merkel ist dick, weil das ist ja nun mal, also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Würde es bei Merkel reichen, wenn man zum Beispiel das E zensiert, wie das YouTuber machen? Die machen ja dann irgendwie so Penis und zensieren das E. Ich glaube schon. Das ginge als Zensur. Wir haben ja auch mindestens eine Person in der Partei, die Merkel heißt. Okay. Die ist gemeint, aber dann die gesagt, nö. Bundestagswahlkampf, ihr meint die Frau Merkel. Und wenn ihr die kannte ich vorher gar nicht. Wenn ihr ein Bild von eurer Merkel drauf macht und Merkel ist doof schreibt? Ich gebe es gern weiter. Na gut. Nur wollen wir kommen wir jetzt hier diese ganzen ernsten Themen, lass doch mal was Lustiges besprechen, wie zum Beispiel den viel zu fetten Arsch von Kim Kardashian. War das schon wieder sexistisch? Nein. Weiß ich nicht. Wo fängt Sexismus an? Wenn ich sage, also auch wenn es ein Mann ist, würde ich sagen, es ist ein viel zu fetter Arsch. Eben, deswegen ist es und kein, das sag ich kein auch Sexismus. Nicht, deswegen sage ich sage das ja nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil es da so eine, vor Jahren gab es ja dieses Phänomen, da hat sie dieses Foto gemacht mit ihrem
Arsch da irgendwie so ganz groß. Hast ja, du vielleicht ja, dieses gekriegt, Pferdearsch-Ding. Ja, genau. Mhm. Und Alter, wie kann man das denn ansprechen? Das ist auch ganz, nicht. Ganz, ganz, ganz schlimm. Egal, darum soll es nicht gehen. Es gab den großen Hashtag Kim Oh No. Ja. What happened? Sprich Kimono. Kim Oh No. Ja, fand ich sehr gut. Also schön, es gibt wenig schön. Hashtags, die wirklich so gut sind, dass sie ja. also passend sind und gleichzeitig auch so eine gute Aussage haben. Die hat nämlich eine neue Unterwäschelinie jetzt entworfen. Hatte auch schon bei Patentanmeldung oder bei irgendwas im Vorfeld gab es schon Probleme. Sie wollte die Dinger nämlich, oder sie will die Dinger Kimono nennen. Mhm. Das ist ja erstmal ein fester Begriff für japanische Kleidung. Mhm. Kennt man ja, so quasi japanische Bademäntel. Und diese Unterwäsche bringt dich aber so in Form, ja, damit du auch so einen hässlichen Fettarsch hast. Und das hat halt nichts mit Kimonos das zu tun. Das ist schon so gar sehr wertend. Also ich kenne Menschen, die mögen solche dicken Ärsche. Ja, das ist ja auch völlig okay, ja. Gut, ihr dürft ja auch gerne fette Ärsche mögen. Ich ja. persönlich mag es nicht. Ich rede ja auch überhaupt nur drüber, weil es, wie gesagt, so angepriesen wurde wie, oh, die Sensation, guckt mal, dieses legendäre Foto von ihrem riesigen Arsch, das ist ja super toll. Und ich sage, nein, ich würde nicht über ihren Arsch sprechen, gäbe es diese Kampagne davon vor ein paar Jahren ja, nicht ja. so, darum geht's. Egal, auf jeden Fall hat sie diese Modekampagne gemacht und die Japaner natürlich, fand ich auch wieder so geil, so haben gesagt, ey, wir finden das super, wenn Ausländer, also alle außerhalb von Japan, nochmal als Erklärung, wenn die unsere Kultur verwenden, das finden wir super, aber einen Begriff zu nehmen für PR-Zwecke und es ist halt hier offensichtlich, dass sie das macht, weil es halt Beschwerden gibt darüber. Einfach nur wieder Promo, PR, ne? Hm. Das ist halt wie, keine Ahnung, na gut, beim Deutschen fällt mir wieder nichts ein. Ja, stell dir vor. Schnitzel oder ja. Lederhose. Ja, Lederhose, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das passt. Ja, aber wenn jetzt ein Japaner irgendwie einen neuen Computer rausbringt, der Lederhose heißt, der aber nichts damit zu tun hat. Aber der Kimono hat doch was mit Kimonos zu tun, dachte ich irgendwie. Nee, das ist einfach nur so hautfarbene Unterwäsche, die dich in Form bringt. Also das aber ist so ein Kleidungsstück immerhin. Und du kannst es ja vielleicht kombinieren mit Kimonos. Ja, okay, nein, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall, ein PC und eine Lederhose ist schon ein bisschen weiter entfernt als Kimono und ein Schlüpfer. Auf jeden Fall, ja, okay, mein Gott, ich gehe. Gegen deine Logik komme ich nicht an. Es ist zumindest ein bisschen fragwürdig, so einen kulturellen Begriff irgendwie für sich, also wirklich die Rechte daran kaufen zu wollen, nee, sozusagen, nee. Oder sich sichern zu lassen. Paris Hilton wollte ja auch diesen Ausdruck That's Hot für ja. sich beanspruchen, aber das geht nicht. Ja. Weil immer irgendwas gab es ja auch erst vor irgendwie 2 Jahren oder so, dass die Fine Bros wollten das Wort React ja, patentieren lassen. Ja, ja, stimmt. Auf etwas reagieren wollten sie sich eintragen lassen, dass sie das erfunden haben quasi. Da hört der Spaß auf. Und da gab es auf jeden Fall einen großen Shitstorm, aber sie hat bis jetzt noch nicht drauf reagiert, wie auch, wenn sie so tief in ihrem eigenen Arsch drin steckt, ja. dass sie das nicht hören kann, weil einfach die Ohren voll scheiße sind. Ja, wenn sie auf ihrem Handy drauf sitzt, so, dann kann sie ja das nicht spüren, so wenn es vibriert. Die spürt überhaupt nichts mehr. Ich finde dieses ganze Kardashian-Ding, Alter, da will ich eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil die sind halt nur groß, die haben nie irgendwas geleistet, die sind nur groß, weil die Leute drüber sprechen. Es ist also so eine Reality-Show, ne? Bei ja, MTV. Aber die können ja persönlich erstmal nichts. Nee. Alle. Aber die Kim ist doch zusammen mit Kanye West, oder? Ja, cool. War doch so, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich kann mir stolz behaupten, ich weiß nicht mal, wie die aussieht, Kim Kardashian. Ja, die sehen halt alle gleich aus. Sie haben alle, glaube ich, lange schwarze Haare. Und ihr Vater ist sehr geschminkt. Und ihr Vater ist jetzt ihre Mutter, ne? Ja, genau. Genau, ja. Und hat irgendjemanden so totgefahren und hat dafür einen Preis bekommen. Cool. Schöne Geschichte. Ja, finde ich auch. Nun, wollen wir auch noch mal kurz über China sprechen, oder? Ja, ist was Neues passiert. Sind es jetzt 10 Milliarden, die auf der Straße sind, oder? Ja, 10 Siebtel von Hongkong sind jetzt auf der Straße. Nee, fand ich ganz interessant. Es gab eine Belagerung in Hongkong von der Hauptpolizeistation. Fand ich sehr witzig. Die ist sehr friedlich abgelaufen. Oh. 15 Stunden lang, den ganzen Tag, waren die Polizisten in dem Laden eingesperrt. Und konnten nicht raus und die haben das Haus mit Eiern beworfen und so, aber ansonsten friedlich, ja, also ne, haben dann nur protestiert und so. Und dann hat sich das auch einfach wieder aufgelöst, quasi das Statement war vorbei, alle sind nachts nach Hause gegangen und gut war. Fand ich sehr witzig. Aber ja, die Proteste gehen schön. Auf jeden Fall weiter, die Leute beschweren sich und warte, da muss ich nochmal sagen, genau, China hat nämlich gesagt, ich weiß nicht, G20, ob der jetzt bei der Ausstrahlung schon war, es gibt wieder einen G20-Gipfel. Ja, genau, da und, ist auch Merkel jetzt hingeflogen, trotz ihrer Zitteranfälle. Mhm. Bald gibt es auch eine Zitterwahl in Deutschland, glaube ich. Ja. Landtagswahl, ja. Ja.
China hat gesagt, dass sie nicht erlauben, diese Hongkong-Situation bei G20 zu besprechen. Ich weiß nicht, die haben keine Zeit dafür. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt die Macht haben zu sagen, nö, wir erlauben das nicht. Was ist denn, wenn die G19 sagen, naja doch, machen wir jetzt einfach. Mhm. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft bei den GX-Zahlen. Aber das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr vertrauenserweckend, wenn man sagt, ey, das wird jetzt mal nicht besprochen. Das ist wie wenn Trump sagen, was jetzt mit dem Putin besprochen haben, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ja, ja. Lächerlich. Also ich kann verstehen, wenn Menschen ihren Glauben an die Demokratie verlieren. Ja, aber es wird halt nicht besser, wenn man irgendwie Diktatoren herbeibeschwört. Die sind noch intransparenter. Was auch nicht besser wird, ist die Umwelt. Ja. Wir hatten es ja hier von Fridays for Future. Die Terroristen, die gerade bei uns unterm Fenster vorbeigelaufen sind, ähnliche Leute sind auch in Kohleminen gestürmt. Hast du ja auch mitbekommen. Genau, ne? Genau. Wieder Hashtag alle gegen RWE war auf... Alle auf einen. Ja, ich finde das auch nicht... Ich finde das echt komisch. Was haben die auf einmal alle gegen Rot-Weiß Erfurt? Ich verstehe es auch nicht. Diese ganzen Jena-Hooligans. Das ist richtig schlimm. Und vor allem... Die übertreiben es. Wie blockieren die irgendwie das Fußballspiel, wenn die in irgendeine Mine reinhüppen? Dumm. Lass sie einfach machen, ey. Weißt du, Fußball ist ein Sport. Ja, da muss man sich ein bisschen sportlich verhalten und nicht in irgendwelche Ölfelder da reinrennen, reinrammeln. Ich finde das schon schlimm, wenn die nach dem Spiel aufs Feld rennen und irgendwie feiern, aber das hält sich ja wenigstens noch in Grenzen. Ich finde es auch gut, wenn die sich irgendwie als Hooligans treffen und sich, ja, wir hauen uns halt jetzt mal aufs Maul und dann gehen wir alle wieder nach Hause und es gut ist. Welche Züge blockieren und irgendwelche Minen und so, das geht zu weit. Also Fußball hat seine Grenzen. Dann muss der Schiedsrichter, spätestens beim Frauenfußball. Da muss der Schiedsrichter härter zugreifen, finde ich. Gerade auch beim Frauenfußball. Ja. Wir wollten doch eigentlich mal eine große Männerhass-Sendung machen. Ach, stimmt. Machen wir nächste Woche, glaube ich. Wir können auch jetzt nochmal über Männer reden. Männer sind halt echt voll dumm. Die nerven irgendwie alle. Ja, die setzen sich überall übelst breitbeinig hin. Oh ja, ich habe so große Hoden, das tut mir weh. So ein Quatsch. Diese Ausreden, ja. So ein Quatsch. Also, diese Haare überall. Ich kann doch überschränkt sitzen als Mann. Ja. Da müssen das doch irgendwie 3-4 Milliarden Menschen auch so können. Ja. Also wenn für mich das angenehm ist, ist das für alle Männer angenehm. Männer geht sterben, meine Meinung. Ganz furchtbar. Wir müssen die Woche langsam resümieren, ne? Ja, langsam. Ach, scheiße, ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, du hast recht. Es ist viel passiert noch, ja. Eurofighter kollidiert und Kalifornien will aus den USA austreten. Spannendes Thema, könnt ihr mal googeln. Der Kalex haben schon 30.000 Mitglieder. Lustig, lustig. Ja, Araber werden immer unreligiöser, habe ich hier noch. Es gibt eine BBC-Studie von 25.000 Leuten aus 11 Ländern und in 10 Ländern hieß es dann, es gibt einen Rückgang bei der Religiosität, das ist ganz nett. Und neben Artikel 13 ist auch Artikel 18 jetzt sehr relevant geworden vom Grundgesetz, einfach mal googeln. Ich will nicht drauf eingehen, Artikel 18 Grundgesetz, einfach mal belesen. Wie findest du die Woche so? Die Woche war geil. Ah, die war geil. Mir hat sie gefallen, ja. Also weil Merkel wieder gezittert hat, ne? Das war auf jeden Fall die Kirschtorte auf Komm, dem Komm, da hast du dich gefreut, als du mir den Link geschickt hast. Da hast du dich doch gefreut. Oh geil, ist wieder passiert. Ja, aber ja, ein bisschen. Aber ich gönn's ja Frau Merkel nicht. Aber die ganzen Nazi-Geschichten, das war aufregend. Also es hat mich aufgeregt im negativen Sinne, aber es war auch spannend. Und Eurofighter traurig, aber es ist wenigstens mal was passiert. Nehm ich zurück. Ich fand es war eine geile Woche. Aber ich will nicht immer anfangen mit der Zahl, ich weiß es nicht. Also, wir hatten 36 Grad, das sind schon mal mindestens 3,6 für diese Woche. Ja, genau. Das ist natürlich die Grundbasis für die Woche, da kommt ja alles drauf. Ja. Ist schon hart, ich habe auch viele Sachen jetzt gar nicht angesprochen. Ich habe auch, gut, das ist ein älteres Thema, aber ich habe das diese Woche erst gerafft. Ein YouTuber, Monkey Jones, der auch, erzähle ich nächste Woche drüber, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Auch ein riesen Shitstorm gab es auch, ja, der hat seine Freundin betrogen und so. Und na, es ist so geil, Mann, er hat seine Freundin betrogen mit einer, die so pädophile Furry-Scheißbilder macht, also minderjährige Füchse, ich verstehe so überhaupt nicht die Faszination daran, die dann Penen haben und Genitalien und so, die gleichzeitig mit einem 15-Jährigen, was highly illegal ist in vielen Staaten von Amerika, eine Beziehung hatte. Mit der hat den betrogen und alles, seine ganze Welt ist zusammengebrochen und das habe ich letzte Woche erst rausgefunden, obwohl das jetzt schon einen Monat zurückliegt, aber ist egal, war für mich eine krasse Woche, ich sage jetzt einfach mal 7,0. Echt? Ich gehe auf 8 hoch. Auf 8 hoch? Ich fand's geil die Woche. Ich muss immer wieder Christchurch rausholen. 8,5 für Christchurch und da sagst du, das war eine 8. Wir können auch gerne revidieren. 7,6. Christchurch ist eine 11, komm. Okay, nee. Wir machen das rückgängig mit Christchurch. Das ist echt ein guter Anspruch. Ja. Vielleicht waren wir damals noch irgendwie zu
weiß ich nicht. Wir haben zu wenig erlebt. Zu jungfräulich. Wir haben zu wenig erlebt. Ja, wir kannten halt die Welt noch nicht, nee, was hier jeden Tag passiert. Deswegen sagen wir, Christchurch ist eine 9,5 für dich. Ja, bitte. Dann kann man oder vielleicht eine 9. Weil, also ich würde sagen, eine 10 ist, wenn jetzt wirklich der dritte Weltkrieg losgehen würde. Ja, genau. Das wäre halt eine 10. Da muss was richtig Großes passieren, ja, für eine 10. Also sagen wir eine 9. Machen wir 9. Okay, dann können wir auch heute ruhig 8 sagen. Okay, machen wir gerne 8. Ich bin dabei. Okay, aber nur, weil du so ein linksgrün versiffter Anti-Nazi-Mann bist. So richtig unangenehm. Grüße an Rising Bob. Gut, die Musik ist gerade wieder echt unanständig. Bestimmt. Warum ist das hier immer so, dass da irgendwie am Ende Musik wird? Man versteht sein eigenes Wort nicht. Das ist voll dumm gemacht. Wollen wir uns rauswerfen? Das ist hier der guter Wunsch von letzten Monaten. Hey boy, will you come with me?